Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, in diesem Video geht es um deine Augen und um deine Ausstrahlung. Mein Name ist Jeanette von JB's Back for Better Life. Ich bin medialer Coach und Charisma Coach. Ja, heute geht es um die Augen, das Tor deiner Seele. Und oftmals hast du das vielleicht so gesagt, naja, mit den Augen erkennt man den wahren Charakter, hast du vielleicht schon mal gehört oder hast du vielleicht selbst schon mal gesagt, man kann in die Augen schauen und die tiefen Abgründe eines Menschen erkennen. Ja, genau. Und genau darum geht es. Es geht um unsere Strahlkraft unserer Augen und zwar, wie wir nach außen schauen und wie wir nach innen schauen. Es ist ein Filter, den wir uns auflegen oder den wir von außen auflegen. Du kommunizierst auf viele Arten und Weisen. Du kommunizierst zum Beispiel über deine Gestik, über deine Mimik, über deinen Mund, deine Sprache und über deine Augen. Was du super lernen kannst, ist Gestik. Ja? Du kannst es lernen zu gestikulieren und es gibt Länder, wo es natürlich extremer ist, gerade in den südlichen Ländern, da wird viel mit den Händen geredet und ja, dadurch auch irgendwo der Gegenüber manipuliert. Wir können aber auch mit der Mimik sehr viel machen, wenn wir lachen, wenn wir ernst gucken und dadurch können wir auch sehr viel steuern. Und wenn es geschult ist, deine Mimik, dann wirst du damit ebenfalls Menschen beeinflussen können. Und genauso ist es über unsere Sprache. Unsere Sprache sagt das eine und es kann aber sein, dass du in deinem Innenleben was ganz anderes fühlst. Du sagst, ja, ja, mir geht's schon gut und grinst dabei, aber innerlich ist das vielleicht gar nicht so. Wo du niemals lügen kannst, ist über deine Augen. Deine Augen sprechen die Wahrheit. Und da gibt es zwei Varianten von, nämlich einmal die Außenwirkung und einmal, wie wir von innen nach außen schauen. Denn das, wie ein anderer uns sieht, das ja, da zeigt sich im Grunde genommen unsere Innenwelt. Aber wenn wir von innen nach außen sehen, zeigt sich das, was sich an Blockaden draufgelegt hat. Denn zum Beispiel ist es bei dir so gewesen, wie bei vielen Menschen, dass sich im Laufe der letzten Jahre dein Blick, deine Sehkraft verändert hat. Und da hast du dir Blockaden aufgeladen. Das bedeutet, dass es sein kann, dass Situationen im Außen dich so eingeschränkt haben, so verängstigt haben oder in eine Perspektivlosigkeit gebracht haben, dass deine Sehkraft nachgelassen hat. Und da gilt es natürlich wieder ranzugehen, sodass du eben es aufbricht und wieder siehst und du sagst, Mensch, Jeanette, das kann doch nicht sein. Ich setze mir einfach eine Brille auf und dann geht das wieder. Genau. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Wir setzen uns also einen Filter auf. Mit diesem Filter sehen wir wieder besser, aber wir haben unsere Blockade nicht gelöst. Und umgekehrt ist es, dass ein Mensch, der dich wiederum anschaut, ebenfalls dich durch einen Filter wahrnimmst. Verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Eine Brille, die du dir aufsetzt, ist ein Vehikel. Und ja, sie ist gesellschaftsfähig. 2019 war es so, dass 2 von 3 Menschen eine Brille getragen haben oder eine Sehhilfe. Nee, ich glaube, es geht um eine Brille. Das war vom Optikerverband eine Studie. Da ist nicht drin erwähnt, wie viele Menschen Kontaktlinsen tragen oder ja, vielleicht eine Laser-OP oder sonst was gemacht haben. Achtung, bei Laser-OPs ebenfalls verbessert es deine Wahrnehmung bzw. gaukelt dir was vor.
da möchte ich jetzt heute nicht drauf eingehen, was diese ganzen Schönheits-OPs alles machen und dass es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, dass es oftmals wieder zurückgeht zu deinen alten Mustern, wenn du nicht in dir aufräumst. Aber wie gesagt, jetzt geht es darum, dass wir uns anschauen, was diese Brillen und was diese Krücken in deinem Leben machen. Ja, sie gaukeln dir vor, dass alles wieder gut ist und dass du damit mehr siehst, aber sie geben eine Hemmschwelle von den Menschen, die auf dich zukommen. Schau dir einen Mensch an ohne Brille und schau dir einen Mensch an mit Brille. Oftmals ist es da ein extremer Unterschied. Und ja, manche haben eine Brille als Markenzeichen, ich weiß. Und sie strahlen trotzdem, ich weiß. Und du schaust aber vielleicht durch einen Rahmen durch. In welchem Rahmen lebst du denn da? Wo begrenzt du dich? Siehst du, es gibt zig Muster, die wir uns da angucken können. Ich habe daraus ein ganzes Modul erschaffen und daraus ist das Charisma-Coaching entstanden. Es geht darum, dass wir wieder ehrlich miteinander kommunizieren, unsere Strahlkraft leuchten lassen und den Menschen gegenüber zeigen, wer wir wirklich sind, was wir denken, was wir fühlen und wie wir miteinander kommunizieren wollen. Auf diese Art und Weise ist ein ganzes Modul entstanden und das möchte ich dir näher bringen in einem Workshop am nächsten Montag um 19 Uhr und es ist für dich kostenfrei. Du erfährst da, wie ich aus all diesen Modulen was zusammengesetzt habe, dass du besser siehst, besser kommunizierst, besser bei anderen Menschen ankommst und dadurch mehr Erfolg in deinem Leben hast, mehr Glück in deinem Leben hast und mehr Zufriedenheit in deinem Leben hast. Also wenn es dich interessiert, dann klick einfach unten auf den Link. Da siehst du im dritten Reiter ganz unten den Workshop, zu dem du dich da anmelden kannst. Und ich freue mich total, wenn du dabei bist. Es ist über Zoom, also das wirst du mittlerweile kennen. Und wie gesagt, es ist für dich kostenfrei. Komm rein und erfahre, wie du deine Augen zum Leuchten bringen kannst. Du bist viel größer, als du denkst. Entfalte dein wahres Potenzial. Bis ganz bald. Ciao, ciao.